Serendipity Gallery begrüßen können. Es ist die erste explizit politische Ausstellung, die wir in unseren Räumlichkeiten veranstalten dürfen. Auch dafür herzlichen Dank an Damian und die Künstler. Ihr werdet natürlich selber fragen, was die Kunstwerke mit der expliziten Fragestellung I wish China was, ich wünschte China wäre, zu tun haben. Also, vielen Dank, Damian, und Applaus. Ja, ich finde es gut, dass es eine politische Ausstellung ist, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass Kunst auch politisch ist. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass Kunst kann auch nur für Kunst sein, ist ein persönlicher Ausdruck, aber es ist auch gut, wenn es die Gesellschaft betrifft oder politischen Ausdruck hat, einen politischen Aspekt, weil das kann was bewegen und geht auch ein bisschen über diesen eigenen künstlerischen Aspekt hinaus.